Hi, Simon von Games on Tables wieder hier und wir fahren fort mit der Republik-Trickkiste. Jetzt natürlich mit dem V19 Torrent Sternenjäger für die Republik. Dieses kleine, V-förmige oder W-förmige, wie auch immer, Schiff aus dem Grundset für die Republik. Es ist ein eher Füllerschiff, es ist ein, nicht allzu besonderes Schiff, aber es hat trotzdem ein paar nette Eigenschaften, auf die es doch einzugehen gilt. Wir haben hier zwei nicht namhafte, wir haben insgesamt 5 namhafte Piloten, die halt verschiedene Fähigkeiten mit sich bringen und auch teilweise Elite-Piloten-Talente haben. Und das Schiff wird im Wesentlichen oder eigentlich ausschließlich geflogen von Klonkriegern. Und hier kommen wir dann auch schon auf so ein bisschen die Synergie von der Republik halt drauf zu, beziehungsweise können auf diese Synergie ein bisschen mehr eingehen, dass man halt quasi Jedis hat und Klontruppen hat, die Klontruppen eher so ein bisschen in Anführungszeichen in Masse, eher auch nicht limitiert, wenn man limitierte hat, haben die halt auch verschiedene Fähigkeiten, die dann eher unterstützend wirken und die Jedis versuchen dann halt auch die nicht limitierten oder auch einfach generell die anderen Klone zu unterstützen, zu verbessern in ihrem Job und die Klone beschützen die Jedis sozusagen. Da werden wir hier mit Ausrüstungskarten und mit diversen Piloten das auch noch genauer sehen. Also springen wir direkt rein in den VT-19 Torrent Sternenjäger. V-19 Torrent Sternenjäger. Und wir haben als erstes den Truppler der Goldstaffen. Entschuldigung. INI 2 mit dem Aktionsrad Fokus, Ausweichen, Zielerfassung, Fassrolle zu Ruppen ausweichen. Und den Profil, 2 Angriff, 2 Wendigkeit, 5er Hülle. Seht ihr alles auf der Karte. Für den Punktewert von 25 Punkten ist er 2 Punkte teurer als der TIE Fighter. Hat ein anderes Profil, er hat zwar auch einen 2er Angriff, hat aber eine Wendigkeit weniger, dafür 2 Hüllepunkte mehr. Von der Aktionsleiste her ist er im Grunde besser als ein TIE. Er hat Fokus, er hat Ausweichen, er hat eine Fassrolle, das hat der TIE halt auch, aber er hat zusätzlich noch eine Zielerfassung und Fassrolle in rotes Ausweichen, also eine Linked-Option. Auch wenn Fassrolle in rotes Ausweichen nicht ganz so cool ist wie in Rofo und Fokus zum Beispiel, ist es trotzdem nett, eine Linked-Aktion zu haben. Er kostet trotzdem nur 2 Punkte mehr als ein TIE Fighter. Obwohl er bessere Aktionen hat, mehr Lebenspunkte hat und da ist die Zweierwendigkeit nicht mehr ganz so dramatisch und einen INI-Wert mehr hat. Also was macht ihn so schlecht, dass er quasi nur 2 Punkte mehr kostet als ein TIE Fighter? Und das ist das Manöverrad. Es hat zwar schöne blaue 1 Bank und 1 Gradaus Manöver, was ein TIE Fighter nicht hat. Er kann nicht langsam nach vorne oder leichte Kurven fliegen, er kann halt 1 Ecken fliegen oder mindestens 2. Die Einser-Ecken hat der Torrent auch mit in Rot allerdings, rote Einser-Ecken. Dann geht es hier weiter mit roten Zweier Talon Roll, das ist schon mal ziemlich cool. 2 Ecke weiß, 2 Bank weiß, 2 geradeaus blau. 3 Bank rot, 3 geradeaus blau, 3er Koyogran-Wände und dann noch ein 4 geradeaus in weiß. Also, wir haben 1 Bank, 1 geradeaus in blau, 2 geradeaus blau, 3 geradeaus blau. Wir haben ein paar blaue Manöver. Einser-Ecke rot, 2 Ecke immerhin weiß. Also wir haben nur eine Ecke in weiß, und das ist die 2er-Ecke, wo der TIE Fighter halt 1, 2 und 3 zur Verfügung hat. Wir haben 3er-Bank in rot, wir haben kein 5 geradeaus, also es gibt auch nicht viele weiße Manöver einfach hier, es gibt einige rote. Und dann haben wir 3er-Koyogran und 2er-Talon-Roll. Diese Sache finde ich besser als beim TIE, dass wir Talon-Roll und Koyogran zur Verfügung haben, denn das sind einfach... Ja, man hat die Option auf verschiedene Weise zu wenden. Man muss nicht immer nur den Koyogran fliegen, wie es beim TIE der Fall ist. Man kann entsprechend auch mit einer Talon Roll versuchen, seitlich auszuweichen und sich halt umzudrehen. Trotzdem ist das Manöverrad extrem eingeschränkt und damit sehr berechenbar für den Gegner. Macht man einen diagonalen Anflug, wird wohl hier eine 2 oder 1er Bank geflogen. Macht man einen stärker seitlichen Anflug, dann kann hier nur eine 2er Ecke geflogen werden. Das heißt, dieses Schiff ist extrem berechenbar, wo es landen wird. Und das ist dann auch gleichzeitig die Abschwächung für dieses Schiff. 1er Banks, 1 geradeaus in blau ist zwar ganz nett, man kann langsam auf den Gegner zufliegen, hilft einem aber im engen Dogfight nicht mehr so viel, da man da eher 1er Ecken und die Fassrollen braucht. Und die sind hier rot, die 1er Ecken, also kann man das nicht mit Fassrolle kombinieren. Man muss schon eine 2er Ecke fliegen und das bringt einen schon weiter raus, die Positionen ändern sich da komplett und dann wird es schon deutlich schwieriger, sich wirklich in die Position zu bringen, wo man hin möchte. Dennoch ist das jetzt nicht so furchtbar schlecht, dass man das Schiff nicht fliegen kann. Man muss es nur berücksichtigen, dass es ein
einigermaßen langsamen Anflug auf den Gegner machen wird, sehr berechenbar sein wird, trotzdem man aber in so einer Viererformation zum Beispiel genug Druck aufbauen kann, dass der Gegner eher ausweichen muss und man dann geschickt mit den 1 geradeaus und 1 Bankmanövern in die Lücken fliegen kann. Da man aber mit kleinen Initiative tendenziell zuerst fliegt, sollte man einen gewissen Mindestabstand halten, um diese Manöver noch zur Verfügung zu haben. So, jetzt schon relativ viel zur theoretischen Flugweise dieses Schiffs. Erstmal zur Rolle. Ich sagte schon, Viererformation, also es ist ein Schiff, das man gut auffüllen kann. Da es nur 25 Punkte kostet, kann man halt 4 Stück für 100 Punkte spielen. Und dazu 2 Arcs, 2 Jedis oder vielleicht auch einen Elite-Jedi spielen. Man kann halt wirklich gut als Füller benutzen. Man kann auch 2 noch irgendwo reinpacken, wenn man es in der Liste einen Platz hat. Und es ist ein Jouster. Er fliegt auf den Gegner zu, frontal oder halt leichtseitig, je nachdem wie der Anflug des Gegners aussieht. Aber er versucht wirklich, den Gegner frontal eigentlich einzufangen und es den freundlichen Flankenschiffen zu ermöglichen, in die Flanke zu kommen. Ausrüstungsslots. Der V-19 Torrent hat nur Raketen und Modifikationen zur Auswahl. Ich habe ein bisschen durch die Ausrüstung durchgeguckt, oder ich habe eigentlich relativ viel durch die Ausrüstung durchgeguckt und nicht viel gefunden, was ich beim V-19 Torrent wirklich gut finde. Was zum Teil daran liegt, dass ich einfach bei so günstigen Schiffen generell auf Ausrüstung eigentlich verzichte, um sie günstig zu halten. Und zusätzlich, ich habe mich mehr aufs Hyperspace-Format konzentriert, trotzdem auch im Extended geguckt, aber in dem Fall von Raketen und Modifikationen ändert sich da nicht viel und das, was sich ändert, ist uninteressant. Sind einfach nicht wirklich viele Sachen da, wo ich sage, yo, die machen Sinn auf dem V19. Also, wir gehen Schritt für Schritt durch. Ich werde hier und da ein bisschen Ausrüstung erwähnen, die mir in den Kopf gekommen ist, die ich dann aber verworfen habe. Fangen wir trotzdem mit dem INI 2er Truppler der Goldstaffel an, kann man dem Ausrüstung geben und die einzige Ausrüstung, die ich da sinnvoll sehen würde, wären Clusterraketen. Clusterraketen kosten 5 Punkte, haben 4 Ladungen und sind ein 3er Angriff auf Weiche 1 bis 2. Gut, ich weiß, Weiche 1 hätte der Truppler der Goldstaffel ja sowieso schon einen 3er Angriff, aber es ist dann auch auf Range 2 ein 3er Angriff. Die Besonderheit der Clusterraketen, sie brauchen halt eine Zielerfassung fürs Abfeuern. Man gibt eine Ladung aus und nachdem man den Angriff durchgeführt hat, darf man diesen Angriff nochmal durchführen, als Bonusangriff, gegen ein anderes Ziel in Reichweite 0 bis 1 des Verteidigers. Wobei man da die Zielerfassungsvoraussetzung ignoriert. Das heißt, man hat eine Zielerfassung auf Schiff A, man schießt auf Schiff A und danach darf man auf Schiff B, das halt in Reichweite 0 bis 1 ist, zum ersten Ziel auch noch feuern. Muss eine weitere Ladung natürlich ausgeben, aber man hat 4 Ladungen drauf. Man kann also insgesamt 4-mal damit schießen. Nicht in einer Runde insgesamt. Und hat dann entsprechend in einer Runde aber 2 3er Angriffe. Warum nicht in einer Runde? Ganz einfach, man kriegt einen Bonusangriff und in den Regeln steht, man darf pro Runde nur einen Bonusangriff machen mit einem Schiff. Also es kann sich nicht selbst immer wieder triggern. Man ist auf 2 Angriffe pro Runde limitiert. Was auch gut ist, und trotzdem die Karte noch ziemlich stark macht. Ich hader immer mit den 5 Punkten und es ist halt nur in Anführungszeichen 3 Angriff, den man auch tendenziell nicht so sehr modifiziert bekommt. Man schießt auf sein erstes Ziel, da hat man eine Zielerfassung, die kann man ausgeben, um dann entsprechend Würfel zu wiederholen. Man hat vielleicht auch einen Fokus, den könnte man beim ersten Angriff nutzen oder beim zweiten. Aber wo kriegt man Zielerfassung plus Fokus her? Denn dieses Schiff hat keine Zielerfassung Fokus Linked Action. Das haben meines Wissens nach gar keine Schiffe. Also muss man das Ganze weiter vorbereiten. Aber wenn man eine Zielerfassung nehmen kann, ist man schon in Reichweite. Das heißt, man möchte direkt die Sachen möglichst loswerden, denn 5 Lebenspunkte sind auch nicht so viel. Wenn man zu lange wartet, ist das Schiff weg, bevor es schießen kann. Das sind so die Sachen. Also man schießt tendenziell einen Angriff mit Tagelok und einen ohne Modifikation. Der kann treffen, der muss nicht treffen. Und hier komme ich jetzt auf eine Modifikation zu sprechen, die man in der Situation überlegen kann. Und das ist das Munition Failsafe, beziehungsweise die ausfallsichere Munition. Die besagt, solange man einen Torpedo- oder Raketenangriff durchführt, nachdem man Angriffswürfel geworfen hat, darf man die Würfelergebnisse komplett negieren, um eine Ladung wiederherzustellen. Also kann man versuchen, bei den Clusterraketen diesen Doppelangriff zu machen und stellt man fest, hey, jetzt habe ich 2 Blanks ein Auge gewürfelt oder sowas, oder 2 Augen und ich habe keinen Fokus. Ja, dann nehme ich den Angriff einfach weg, der macht sowieso keinen Schaden und kriege meine Ladung zurück. Und dadurch kann man dann später nochmal den Schuss versuchen. Kostet nur einen Punkt, das ist, glaube ich, eine Überlegung wert, das mal einzusetzen, zumal der V-19 Torrent keine Nachladeaktion hat. Das heißt, er bekommt die Ladungen nicht wieder. Somit sollte jeder Schuss eigentlich zu einem Effekt gehen, damit die Punkte der Klasse Rakete sich lohnen.
Und wenn halt ein Schuss daneben geht, ist es schnell eine wirklich verlorene Ladung. Und mit einem Punkt Aufwertung kann man halt das ein bisschen ausgleichen. Frage ist nur, A, hat man den Punkt frei in der Liste? Und B, wie lange vermutet man, überlebt so ein Torrent, der eine Cluster-Rakete hat? Meiner Erfahrung nach nicht sehr lange, denn es werden meistens dann schon mit die ersten Ziele. Denn man kann sie schnell zerstören, sie schießen spät, das heißt, man hat eine Chance, sie zu zerstören, bevor sie angreifen. Und sie sind mit Cluster-Rakete schon mindestens 30 Punkte wert, also auch ein nennenswerter Anteil der Liste, den man einigermaßen leicht loswerden kann. Also mit Vorsicht zu genießen, aber Cluster-Raketen sind auch die einzigen Raketen, die ich momentan irgendwie noch als sinnvoll erachte. So, das war jetzt erstmal der erste nicht-limitierte. Gehen wir mal einfach weiter zum zweiten nicht-limitierten, dem Beschützer der blauen Staffel, INI 3 und Elite-Slot. Das sind die beiden Änderungen und der kostet 29 Punkte. 4 Punkte mehr für ein INI mehr und den Elite-Slot. Ansonsten bringt er halt nichts Neues mit, aber das kann ja vielleicht schon reichen. INI 3 ist halt, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, so ein bisschen so ein Knackpunkt. Also INI 3 und 4 sind einfach extrem häufig vertreten. INI 3 natürlich das etwas schlechtere davon, trotzdem gibt es da einfach sehr viel Überschneidung, gerade bei Republik und Separatisten. Deren höhere nicht limitierten Schiffe sind alle auf INI 3. Das heißt, wenn man es forciert, wenn man viel auf INI 3 spielt, muss man auch entsprechend Punkte freilassen, um im Initiativevergleich oder in der Initiativebestimmung vor dem Spiel entsprechend dem Gegner die Initiative geben zu können, wenn man nachher fliegen möchte, oder sie absichtlich zu behalten, wenn man zuerst fliegen möchte. Im Falle von Schwärmen ist es nämlich durchaus sinnvoll, zuerst zu fliegen. Man weiß, wie das Spielfeld steht, wie die Schiffe stehen. Man kann seine Manöver planen und damit ist dem Gegner überlassen, sich den Kopf zu zerbrechen, wo könnte denn jetzt die eigene Staffel stehen. Wenn man allerdings als zweites fliegt, hat man natürlich den Vorteil, man kann reagieren mit Fassrollen. Und fast alle Schiffe haben ja eine Fassrolle gefühlt. Also kann man dann besser reagieren, okay, der Gegner ist da eingeflogen, ich möchte die Flanke, kann noch eine Fassrolle machen, entgehe damit Angriffen. Eher was für Elite-Piloten, Asse und so weiter, die man tendenziell aber vielleicht dann auch einfach über INI 3 spielt, um da diesen Konflikt zu vermeiden. Also, der Beschützer hat INI 3, hat 29 Punkte Kosten und ein Elite-Slot. Da wird es jetzt interessant, was geben wir ihm in Elite-Slot? Und da sehe ich für den eigentlich nur eine Sache, die Sinn macht, ihn damit zu spielen und überhaupt diesen Aufpreis von 4 Punkten in Kauf zu nehmen, um halt diesen Elite-Slot zu haben. Und zwar, das ist Pflichtbewusst. Eine Karte, die nur für die Republik ist und nur für nicht limitierte Schiffe. Also ist er der einzige Torrent, der diese Karte dort ausrüsten kann. Und dazu kann man die Karte theoretisch auf einem Jedi-Ritter spielen oder auf einem Ark. So, Pflichtbewusst besagt, solange ein anderes befreundetes Schiff in deinem linken oder rechten Feuerwinkel quasi ist, in Reichweite 0 bis 2 verteidigt, falls es limitiert ist oder die Aufwertung pflichtbewusst hat und du nicht angestrengt bist, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten. Falls du das tust, wirft der Verteidiger eine seiner Leerseitenergebnisse neu. So, wieder sehr viel Text für sehr einfachen Effekt. Die Republik fängt damit an, mit linkem und rechtem Feuerwinkel zu arbeiten. Man kann zwar da nicht hinschießen, außer man hat eine Turret, aber es ist trotzdem ein Bereich, der einen Effekt auslösen kann oder für Effekte sinnvoll ist. Das ist in den neuen 2.0-Regeln eigentlich ganz schön gemacht, dass man mehr mit diesen Feuerwinkelbereichen arbeiten kann. So, also ein anderes befreundetes Schiff in einem linken oder rechten Winkelbereich in Reichweite 0 bis 2 verteidigt. In Reichweite 0 bis 2 heißt, man kann sich auch berühren. Ich habe es jetzt vergessen zu prüfen, müsste ich im Nachgang nochmal machen. Aber für sich selbst gilt es, meine ich, nicht. Man ist nicht in seinem eigenen Feuerwinkel, auch wenn da steht Reichweite 0 bis 2. Man ist nicht im eigenen Feuerwinkel, folglich kann man sich nicht selber wählen. Also, man kann einen Anstrengungsmarker nehmen, um dem anderen Schiff zu erlauben, eine Leerseite neu zu würfeln. Jetzt müssen wir kurz gucken, was haben wir denn für andere Schiffe? Wir haben halt weitere Torrents im Spiel, die entsprechend entweder limitiert sind oder dann vorzugsweise auch pflichtbewusst haben. Wir haben Jedis, die entweder mit Wendigkeit 2 oder 3 rumfliegen, je nachdem, ob sie einen Delta 7b haben oder nicht. Und wir haben Arcs mit Wendigkeit 1. Pflichtbewusst ist also eine sehr coole Karte, um Jedis zu beschützen, die tendenziell mit 3 Verteidigungswürfeln zum Beispiel öfter mal eine Leerseite würfeln. Oder auch mit 2 Verteidigungswürfeln. Für Arcs finde ich so, kann sich mal lohnen, aber dafür würde ich es nicht, ich würde es nicht absichtlich darum herum bauen. Ich würde pflichtbewusst eher mitnehmen, wenn ich einen wichtigen Jedi dabei habe, der dich supporten soll. Zum Beispiel einen Jedi Knight mit Kampfmeditation oder Ashoka Tano mit Kampfmeditation, solche Geschichten.
Erlaubt uns also, eine Leerseite neu zu werfen. Dafür kriegt aber unser Torrent, der pflichtbewusst ausgestattet hat, einen Strain-Marker, einen Anstrengungsmarker, der besagt, dass er das nächste Mal, wenn er verteidigt, Einwürfe weniger wirft. Er kann diesen Marker aber loswerden, wenn er blaues Manöver fliegt. Man kann pflichtbewusst nur nutzen, wenn man noch keinen Anstrengungsmarker hat. Das heißt, ein Schiff kann jetzt nicht die ganze Runde über einfach Strain-Marker sammeln und damit die anderen unterstützen. Aber spielt man zum Beispiel 2, 3 Beschützer der blauen Staffel mit pflichtbewusst, die kosten dann 32 Punkte pro Modell, dann kann man halt entsprechend viele Würfel halt auch einfach wiederholen lassen. Und gerade für Jedis ist das sehr gut, die dann ein eventuell neu gewürfeltes Auge mit einem Machtpunkt auf Ausweichen drehen können. Daher finde ich das auch als Schutz von Jedis deutlich besser, als damit die anderen Torrents zu beschützen. Denn, naja, Torrents müssen irgendwie einen Fokus haben oder sie hoffen einfach auf diese kleinere Chance von einem Ausweichmarker. Jetzt fällt mir eine Sache noch ein, Jedi-Ritter kann nicht beschützt werden, denn der Jedi-Ritter ist nicht limitiert und pflichtbewusst kann nur limitierte Schiffe schützen oder welche, die eher Aufwertung pflichtbewusst haben, und der Jedi-Ritter hat kein Elite-Talent. Also da ein kleines Retour, Jedi-Ritter kann nicht beschützt werden, aber Ahsoka Tano kann entsprechend beschützt werden, Mace Windu oder wen auch immer man in seinem Schwarm, in seiner Staffel da als Unterstützer spielt. Zum Beispiel Luminara geht auch sehr gut. So, 32 Punkte dann für den Beschützer der blauen Staffel, der seinem Namen dann auch alle Ehre macht, finde ich eigentlich in Ordnung für ein Schiff mit 5 Lebenspunkten. Es kriegt einen Strain, ja, dann schießt der Gegner vielleicht auf den Beschützer, aber das ist A, das Ziel, das wir erreichen wollen, dass nicht unser Elite-Pilot beschossen wird, und B, hat er schon einmal auf den Elite-Pilot geschossen und schießt dann auf den Beschützer, dann teilt er sein Feuer auf und es wird für ihn schwieriger, überhaupt ein Schiff zu zerstören, was uns dann ermöglicht in Retour, weil kleinere Initiative-Werte, wahrscheinlich schießen wir eher zuletzt, in Retour dann unseren kompletten Schaden vielleicht anzubringen. Also pflichtbewusst finde ich eine ganz coole Sache, kann man gut überlegen, das hier mit den Torrents und weiteren Elite-Schiffen zu kombinieren. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Elite-Piloten der V-19 Torrent ein. Zuerst haben wir auf INI 2, wir gehen kurz ein Stück zurück, Tucker. Blau 5 ist sein Untertitel. Und Tucker hat als Fähigkeit, nachdem ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 einen Angriff gegen ein feindliches Schiff in deinem Frontwinkel durchgeführt hat, darfst du eine Fokusaktion durchführen. Recht einfache Fähigkeit, er hat auch kein Elite-Talent, um da weiter drauf aufzubauen. Er ist einfach Teil eines Schwarms, einer Formation oder einfach generell Teil der Staffel. Man kann ihn natürlich auch in Elite-Staffeln reinpacken. Und er hat einfach eine ganz solide Fähigkeit. Er fliegt, er steht da irgendwo und ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 schießt auf den Gegner, den er sieht. Zack, hat er einen Fokus. Darf natürlich nicht gestresst sein, aber er kann fliegen, mit Zielerfassung zum Beispiel nehmen oder ein Ausweichen und bekommt seinen Fokus dann entsprechend über die Fähigkeit. Da er mit INI 2 sehr spät schießt und im Bereich der Republik eigentlich immer als Letztes schießen kann, denn es gibt hier keinen INI 1er, ist er einfach in der Lage zu sagen, okay, ich nehme zum Beispiel eine Rakete mit, Cluster-Rakete, fliege, nehme meine Zielerfassung und dann schießt ein anderes Schiff. Ich kriege meinen Fokus dazu und dann kann ich meine Cluster-Rakete, wie vorhin schon gesagt, schießen mit erster Schuss mit Zielerfassung, zweiter Schuss mit Fokus modifiziert oder den ersten Schuss mit Fokus, falls man da viele Augen würfelt. Finde ich an sich ganz cool. Tucker kostet allerdings 31 Punkte. Er kostet 6 Punkte mehr als der kleinste Torrent. Und diese 6 Punkte zahlt er komplett nur für diese Fähigkeit. Das kann sich trotzdem lohnen, aber ich würde es dann nicht in einer Massenliste spielen, denn da ist es immer so, okay, ich habe hier 4 nicht limitierte Idioten und einen, der was Tolles kann. Ja, wer wird denn wohl beschossen? Ja, der was Tolles kann. Aber in so einer elitäreren Liste, wo man jetzt zum Beispiel einen Jedi hat, 1, 2 bessere Arcs oder 2 Jedis vielleicht sogar hat und ihn einfach nur als einzigen Torrent mit da reinbringt, weil man die Punkte frei hat, kann sich echt lohnen, denn er ist eigentlich dann die geringste Bedrohung für den Gegner, der sich dann eher denkt, wow, ich muss mich um die Jedis kümmern, wenn ich die jetzt ignoriere, dann hängen sie mir im Rücken und ich werde sie nicht mehr los. Und dann ist Tucker echt gut darin, einfach immer wieder mal einen ziemlich gut modifizierten Angriff durchzubekommen, vor allem mit Raketen. Er kostet mit Raketen natürlich dann auch 36 Punkte oder wenn man die ausweichliche Munition einsetzen will, 37 Punkte. Ist nicht allzu billig, aber ich finde es in Ordnung, denn er kriegt halt diesen ersehnten Fokus, den man für Cluster-Raketen eigentlich braucht. So, nächste in der Reihe ist Swoop, Blau 6. Also wir hatten gerade Blau 5, jetzt Blau 6. Swoop hat INI 3 wieder. Swoop hat auch kein Elite-Talent. Aber er hat auch eine Fähigkeit, nachdem ein befreundetes kleines oder mittleres Schiff ein Manöver mit Geschwindigkeit 3 bis 4 vollständig ausgeführt hat,
Falls es in Reichweite 0 bis 1 ist, darf es eine rote Boost-Aktion machen. Wofür ist das gut? Schauen wir uns erstmal Torrents an. Deren Manöverrad sagt ja im Bereich 3 bis 4, wir haben blau 3 geradeaus, weiß 4 geradeaus. Rote 3 Banks, rote Choreogrammwände. Bei roten Manövern funktioniert das nicht, denn das war auch jetzt in den Kommentaren beim letzten Video nochmal eine Diskussion und ich greife es nochmal auf. Es steht in der Rules Reference unter Manöver ausführen, in fett gedruckt, while, also you execute a maneuver by following the, or by performing the following steps in order. Und da sind zwei Schritte drunter. Also man führt ein Manöver aus, wenn man die zwei Schritte darunter komplett ausführt. Das erste ist das Schiff bewegen, also Schablone anlegen, Schiff rüberstellen, Schablone wegtun. Und das zweite ist den Stress prüfen. Das heißt, beim Rotmanöver kriegt man Stress. Dann hat man das Manöver ausgeführt, also executed, was in Fett darüber steht. Es gibt eine andere Regelstelle, wo es um Überlappen geht, wo steht, man hat ein Manöver vollständig ausgeführt und da ist dann fully bzw. vollständig fett gedruckt und nicht execute, wenn man entsprechend am Ende der Bewegung kein Schiff überschneidet. Jetzt ist aber der Punkt, dass, ja, das sind zwei verschiedene Sachen, die da geklärt werden. Vollständig ausführen heißt einfach, nachdem man diesen Execute durchgeführt hat, also bewegen plus Stress kontrollieren, und es nicht zur Überschneidung kam, ist es fully executed, also vollständig ausgeführt. Ist man allerdings in eine Kollision gekommen, hat man das Manöver immer noch executed, man hat seinen Stress kontrolliert und so weiter, aber es ist dann partially, also nur teilweise durchgeführt worden, denn man ist kollidiert. Sprich, bei roten Manövern kann man danach keine After-Executed-Manöver-Aktionen auslösen, denn man hat Stress. In dem Fall heißt es also für Torrents, man kann es nur beim 3 geradeaus und 4 geradeaus nutzen. Dann darf man einen roten Boost machen, wenn man in Reichweite 0 bis 1 zu Swoop steht. Sprich, Swoop muss erstmal vorfliegen, er muss in dem Bereich stehen, wo die anderen ihr Manöver beenden, kann es aber auch für sich selbst nutzen. So, in welchen Situationen finde ich diese Sache gut? Runde 1. Da kann man dann überlegen, zu sagen, okay, wir stehen diagonal und ich fliege erstmal 4 geradeaus und mache einen krummen Boost. Und die ganze Staffel fliegt hinterher, geradeaus, krumm Boost. Dann steht man schon mal leicht schräg und kann nächste Runde 3 blau geradeaus fliegen, den Stress loswerden und theoretisch nochmal einen Boost machen. Oder, weil man weiter eindrehen möchte, irgendwie hinter Hindernisse drehen möchte, kann man einen blauen 1er Bank machen. Und dann von da aus mit Fokus oder sonst was arbeiten und sich auf den Gegner ausrichten. Also es ist eher eine Fähigkeit, um in den ersten Runden schneller in Position zu kommen. Im Kampf selber ist es eventuell mal hilfreich, um ein Schiff entsprechend aus einem Feuerwinkel rauszubringen oder sich mit einem krummen Boost halt nochmal so zu drehen, dass man selber schießen kann. Aber da es auf Geschwindigkeit 3 bis 4 beschränkt ist, naja, ist es meistens mit Geradeausmanövern verknüpft. Ich habe jetzt nicht die Manöverräder der anderen nochmal komplett im Kopf, aber ich weiß, der Jedi sollte mit dem 3er Bank das auch machen können. Der hatte, glaube ich, keine Dreiecke zur Verfügung, nein, hat er nicht. Und der Ark ist, glaube ich, in dem 3er-Bereich auch tendenziell recht rot. Also ist es nur mit Geradeausmanövern. Also ist die Fähigkeit wirklich nur was für Runde 1, Runde 2, um schneller in Position zu kommen. Swoop kostet 32 Punkte, ein Punkt mehr als Tucker, hat aber auch den Ini-Wert höher. Also muss man es eher vergleichen, 3 Punkte mehr als einen Blue Squadron Protector. Hat keinen Elite-Slot, also seine einzige Fähigkeit ist wirklich diesen Boost generieren. Es ist eine, ich sag mal, nett erzeugte Fähigkeit, eine nette Idee, aber eine, die ich halt nicht sonderlich stark finde. Man kann seine Liste so ein bisschen darauf aufbauen, man kann halt in den ersten Runden sich besser positionieren, aber sobald man in den Kampf selber ein, ja, sobald es in den Kampf geht, ist die Fähigkeit einfach quasi nicht mehr vorhanden, weil man sie nur noch sehr selten einsetzen kann. Aber trotzdem, ich finde es ein schönes Game Design, auch wenn er nicht sonderlich stark ist und deshalb wahrscheinlich in den meisten Listen nicht auftauchen wird. So, jetzt haben wir die drei richtigen Elite-Piloten, die halt auch ein Elite-Talent haben. Fangen wir an mit X, Blau 2. Nachdem du verteidigt oder einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 bis 2 in deinen linken oder rechten Feuerwinkel wählen. Falls du das tust, transferiere einen grünen Marker auf jenes Schiff. Initiative 3. Finde ich ganz gut, dass er gleiche Initiative hat wie die Beschützer. Das erleichtert es beim Fliegen und Manövrieren. Und auch er hat wieder linken und rechten Feuerwinkel-Synergie. Jetzt Reichweite 1 bis 2, also keine, die ihn berühren. Und er kann nach Verteidigung oder Angriff einen grünen Marker abgeben. Fokus, fangen wir mal mit Fokus an.
möchte man ja eigentlich nutzen. Aber falls man nicht beschossen wird, seinen Angriff macht und gar keinen Auge würfelt, hat man den Fokus nicht gebraucht und könnte diesen Mark keinem anderen Schiff geben. Das ist schon mal an sich ganz okay. Wenn man aber noch beschossen wird, eventuell nach seinem eigenen Angriff, möchte man den Fokus vielleicht lieber behalten und seine Defensive damit fördern. Falls man einen Ausweichmarker hat hingegen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man den vielleicht abgibt, denn man kann nach einem Angriff auch diesen Ausweichmarker abgeben oder halt entsprechend, man hat verteidigt, man sieht, okay, man kriegt keinen Schaden rein, wenn man schon genug Evades gewürfelt hat, dann kann man den Ausweichmarker einem anderen Schiff verpassen. Das eventuell noch beschossen wird, bedingt durch die Situation, wie das Spielfeld steht oder was auch immer. Auch das ist keine allzu starke Fähigkeit, da er seinen grünen Marker selber nicht nutzen darf und halt keine große Möglichkeit hat, an grüne Marker, an mehrere grüne Marker zu kommen. Also es ist eher was für die Situation, er braucht seinen Marker nicht. Und im Falle von Fokus ist es natürlich ganz angenehm, wenn er schießt und sagt, okay, ich brauche den Fokus nicht offensiv, gibt ihn einem anderen Schiff, das keinen gerade hat. Das den dann offensiv nutzen kann. Deshalb schön, dass er INI 3 hat, dann kann er mit den anderen INI 3ern gut synergieren. Für Ausweichmarker ist es halt mehr so, okay, er ist geflogen, hat einen Ausweichmarker genommen, den braucht er jetzt aber gerade nicht, weil er nicht beschossen wird, weil er steht in der Flanke zum Beispiel. Dann kann er nach seinem Angriff den Ausweichmarker abgeben, falls nach ihm noch Gegner schießen und diesen Kollegen beschießen würden. Also ja, es gibt Situationen, wo man diese Fähigkeiten nutzen kann, aber ich glaube, sie findet nicht sehr häufig statt. Und dann ist auch wieder der Punkt, X, wenn er neben einem nicht einzigartigen steht, also nicht limitierten Schiff steht, das gleiche INI-Wert und sonst gleiche Ausrüstung quasi hat, dann ist X auch einfach das Ziel, denn man möchte halt nicht, dass er seinen Marker die ganze Zeit abgibt. Ja, eine Fähigkeit, die nicht sehr oft stattfindet, er kostet deshalb auch nur 4 Punkte mehr, aber er hat einen Elite-Slot, das heißt, man könnte ihn auch mit zum Beispiel Crackshot spielen oder mit Jagdinstinkten oder solchen Geschichten, irgendwelchen günstigen Elite-Teilen. Er kann nicht mit Dedicated gespielt werden, mit Pflichtbewusst, denn das ist nur für nicht limitierte Schiffe. Also, es ist eine nette Fähigkeit, auch damit ein nettes Game-Design, aber auch eher nicht so stark, dass ich sagen würde, yo, der lohnt sich auf jeden Fall, die Punktekosten lohnen sich auf jeden Fall, ihn mitzunehmen statt einem nicht limitierten. INI 4 und damit auch Blau 4, Kickback. Nachdem du eine Fassrollenaktion durchgeführt hast, darfst du eine rote Zielerfassungsaktion durchführen. Simpel, er fügt quasi seiner Aktionsleiste eine weitere Linked-Option hinzu und zwar Fassrolle zu Zielerfassung. Das war's. Bedeutet einfach, dass er natürlich auch sehr schön mit Raketen zu spielen lässt. Das heißt, er kann in die Flankenposition, rollt noch ein bisschen zur Seite, nimmt die Zielerfassung und kann seine Raketen dann von der Seite aus feuern. Er hat ein Elite-Talent und hier könnte man dann überlegen, Ausmanövrieren einzusetzen. Der Punkt ist jetzt, er ist INI 4 und er kostet 36 Punkte. Das ist ein ordentlicher Batzen für eine Fähigkeit, die ja quasi schon einen Mehrwert erzeugt, aber im Grunde einfach nur eine Alternative von schon bestehenden Aktionen ist. Trotzdem definitiv besser als Fassroll ausweichen, keine Frage. INI 4 und Elite-Talent. Überlegt man ihn jetzt mit Ausmanövrieren zu spielen, kostet er gleich 41 Punkte. Ne, 42 Punkte, Ausmanövrieren kostet 6 Punkte. Gibt man dann Cluster-Raketen drauf, sind wir bei 47 Punkten. Das ist cool, aber teuer. Also er kann in die Flanke kommen, kann dann seine 2 Angriffe machen, der Gegner minus 1 Wendigkeit. Das bringt dann auch durchaus mal Schaden durch, aber er kostet halt einfach mal ein Viertel der Liste. Und da ist so der Punkt, ist das sinnvoll oder sind 5 Lebenspunkte da einfach zu wenig und er stirbt, bevor er dran ist? INI 4, immerhin, er kann relativ wahrscheinlich seinen Angriff machen, aber wird er sein Ausmanövrieren nutzen können? Wahrscheinlich nicht. Also lässt man es lieber weg, macht ihn ein bisschen günstiger und versucht einfach so in die Flanke zu kommen. Aber was gibt man ihm in Elite-Talent? Und da bin ich echt am Hadern, weil ich nicht viele Elite-Talente gut finde für die Torrents. Für andere, jetzt ähnlich, könnte man Finte noch überlegen, weil ja, Fassroll ausweichen und dann kann man mit dem Ausweichen diese Finten-Synergie machen, bla 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 bla, 5 Punkte, viel zu teuer, nein. Er möchte Raketen schießen mit seiner Zielerfassung, aber es gibt halt nicht so viele Elite-Talente, die Raketen wirklich fördern. Man kann keinen Crackshot damit kombinieren, man kann, glaube ich, den Trickschuss auch nicht damit kombinieren. Ich glaube, Trickschuss war auch nur Primärangriff. Sofort. Nein, nicht Arkenstink, Trickschuss. Nein, Trickschuss geht tatsächlich auch mit Raketen, könnte man überlegen. Also man könnte überlegen, hinter oder neben ein Hindernis zu rollen und dann durch das Hindernis Raketen zu schießen. Damit kann man vielleicht ein bisschen arbeiten. Kostet 2 Punkte, ist also nicht zu teuer, kann man überlegen. Aber ansonsten sehe ich nicht wirklich viele Elite-Talente, die gut sind.
Trotzdem finde ich Kickback an sich gut. 36 Punkte ist natürlich viel, aber es ist eine schöne Fähigkeit, die mir erlaubt, auch wieder in einer gemischten, eher elitären Staffel eine recht gute Flankerrolle einzunehmen und zu sagen, du musst mich beachten, der ich auf der rechten Seite fliege, oder du musst den Mace Windu zum Beispiel beachten, der auf der linken Seite fliegt. Du musst dich einem der beiden jetzt zuwenden und der andere wird dir auf den Keks gehen. Finde ich eine coole Sache, wenn man das halt so aufgestellt kriegt, so bewegt kriegt und da Mace Windu und er zum Beispiel beide in die 4 haben, ist das auch schon direkt eine recht gute Synergie. Aber eine Sache, die natürlich auch einigermaßen schwierig zu fliegen ist, und wenn der Gegner sagt, ja gut, Mace Windu ist halt Mace Windu, den kriege ich sowieso nicht in einer Runde weg, weil er viele Machtpunkte hat, also haue ich mal im Kickback um, dann wird ihm das wahrscheinlich auch gelingen. Da ist dann halt wirklich die Frage, wie gut steht man das verhindert kriegt und so weiter und so weiter. Da geht es halt schon viel in spezielle Listen, Flugtheorien, die ich jetzt hier nicht zu sehr im Detail besprechen möchte. Ich mag seine Fähigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob die 36 Punkte vielleicht ein bisschen hoch sind und ich persönlich wieder auf Nicht-Limitierte zurückgehen würde. Hängt sehr von der Liste ab. Der letzte Pilot hier für INI 5 ist Oddball und der ist jetzt kein Blau-Irgendwas, sondern CC2237. Klar, wer kennt ihn nicht? Die Leute, die Clone Wars geguckt haben, kennen ihn garantiert. Ich kenne ihn nicht, ich habe keinen Clone Wars geguckt, muss ich zugeben. Er hat eine Fähigkeit. Nachdem du ein rotes Manöver vollständig ausgeführt hast oder eine rote Aktion durchgeführt hast, falls ein feindliches Schiff in deinem Bullseye-Feuerwinkel ist, darfst du jenes Schiff als Ziel erfassen. Bedeutet, er kann seine Talon Roll oder seinen Choreogramm fliegen. Hat er einen Gegner im Bullseye-Winkel, kann er sofort eine Zielerfassung bekommen. Er kann aber auch Fassrolle zu Linked ausweichen machen und dann eine Zielerfassung bekommen, wenn er was im Bullseye-Feuerwinkel hat. Da er INI 5 hat, fliegt er sehr spät und kann gerade mit dieser Fassrolle zu Linked Rotes ausweichen relativ gut arbeiten, denn man kann nach einer Fassrolle ganz gut einschätzen, wo wird ein Gegner denn wohl, also wo werde ich stehen und werde ich einen Gegner auf dem Bullseye haben und kann dann für den Stress sowohl ausweichen als auch Zielerfassung bekommen. Das heißt, man könnte bei Oddball tatsächlich überlegen, Finte zu spielen. Oddball kostet erstmal 38 Punkte. Ist der teuerste, ist aber auch halt der höchste Wert oder Elite-Pilot beim V19 Torrent. Mit Finte kostet er 43 Punkte. Ich würde ihn dann tendenziell ohne Rakete spielen, denn sonst wird er so teuer, dass der Gegner sagt, der muss weg. Also mit Finte 43 Punkte kann er entsprechend dann immer diese Fassrolle plus Evade plus Zielerfassungskombination machen, auf einen Gegner mit 2 bis vielleicht, wenn er Range 1 ist, 3 Würfeln schießen, mit Zielerfassung modifizieren, beim Gegner noch ein Evade auf Auge drehen und danach die Runde blau 1 fliegen als Bank und wieder Fassrolle Evade Kombination mit Zielerfassung gegebenenfalls durchbekommen und das Ganze wiederholen, solange er halt in der Lage ist, mit blauen Manövern sich so zu stellen, dass er nach Fassrolle was im Bullseye vollwickelt hat. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Eine Sache, mit der man mal rumexperimentieren sollte. Es ist wieder der Punkt, er ist einigermaßen teuer. Das heißt, je teurer so ein Schiff mit wenig Lebenspunkten wird, desto eher verfällt es in eine Flankerrolle. Versuchen, dem Feuerwinkel auszuweichen, versuchen, nicht beschossen zu werden. Was aber mit Fassrolle und hohem Initiativwert einigermaßen gut möglich ist. Auch hier muss wieder die restliche Liste mitspielen. Man könnte überlegen, ihn mit 2 Arcs zu kombinieren und noch 2 Torrents. Oder man kombiniert ihn mit halt einem Elite Jedi und noch ein paar Torrents oder ein, zwei Arcs, irgendwie solche Sachen. Ich merke schon, ich sage relativ viel Arcs. Nächstes Video erkläre ich, warum Arcs halt immer auch gut zum Füllen sind. Also ich finde seine Fähigkeit echt gut und von allen Elite Torrent Schiffen bisher eigentlich die beste, aber ist halt auch der teuerste. Trotzdem muss ich sagen, dass die 38 Punkte im Vergleich zu den 36 von Kickback sich hier mehr lohnen, weil diese Fähigkeit, denke ich, mehr Wert generiert und INI 5 einfach deutlicher, starker Vorteil gegenüber INI 4 ist. Denn, wie schon im letzten Video gesagt, INI 4 haben einfach sau viele Piloten. INI 5 ist einfach der Punkt höher, der sagt, ich darf nach diesen ganzen Fliegen und vor diesen ganzen Schießen. Also Oddball da definitiv eine coole Variante. Für wieder gemischte Listen, wo er eine Flankerrolle einnehmen kann. Damit habe ich jetzt alle Piloten vorgestellt, zu allen ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Jetzt ein bisschen mehr zur Synergie. Also wir haben hier verschiedene Unterstützungseffekte mit Pflichtbewusst, mit dem Axe, der halt seinen Marker weitergeben kann. Wir können hier mit Swoop die Boost-Aktion ersten Rund machen. Also viel unterstützen, um halt die Staffel voranzubringen.
Wir können mit den Beschützern der blauen Staffel halt entsprechend pflichtbewusst spielen und da halt mehr so eine auffüllende Support-Protector-Rolle einnehmen. Generell ist der Torrent halt eher ein Füllschiff. Man hat noch ein paar Punkte frei, man packt ihn rein und gibt ihm vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung, damit er irgendeine Rolle einnehmen kann. Aber man kann jetzt auch noch mit ein, zwei Ausrüstungskarten seine Rolle noch mal ein bisschen verändern. Option 1, Intimidation. Man nimmt einen Beschützer der blauen Staffel in die 3 und gibt ihm Intimidation für 3 Punkte. Es ist furchteinflößend auf Deutsch. Besagt, berührt ein Gegner das Schiff mit Intimidation, hat dieser Gegner für diese Kampfrunde Einwendigkeit weniger. Mit Ini 3 fliegt man relativ früh, nicht unbedingt als erstes, aber relativ früh. Aber auch wenn man später fliegt, kann man immer noch bewusst in den Gegner reinknallen, um entsprechend da den Effekt zu haben. Spielt man einen Beschützer mit Intimidation, ist das gleich, also automatisch ein Verstärker des Angriffs aller anderen Schiffe. Denn der Gegner hat Einwendigkeit weniger für alle Angriffe, die in dieser Runde auf ihn kommen werden. Deshalb finde ich Intimidation für solche Schiffe, die relativ früh fliegen, trotzdem Elite-Pilot oder Elite-Talent zur Verfügung haben und eine Fassrolle zur Verfügung haben, extrem gut. Auch wenn sein Manöverrad sehr eingeschränkt ist und es schwierig ist, an genau exakt die richtige Stelle zu kommen, kann er mit 2er Bank oder 2 Ecke plus Fassrolle oder 3 geradeaus, 4 geradeaus plus Fassrolle doch an viele Positionen kommen und damit den Gegner den Weg versperren. Zum Beispiel einem Han Solo einfach in den Weg fliegen, der dann gar keine Wendigkeit mehr hat. Oder einem Quickdraw oder Sunti oder Vader oder irgendwelchen anderen Elite-Piloten einfach in den Weg fliegen, Aktionen verweigern und die Wendigkeit dazu senken, kann wirklich viel wert sein. So, und dann gibt es noch eine Ausrüstungskarte, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Und das ist die synchronisierte Steuerkonsole. Nur für Republik und man benötigt eine Zielerfassung, um es ausrüsten zu können. Es ist eine Modifikation für 2 Punkte. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, darfst du ein befreundetes Schiff in Reichweite 1 oder ein befreundetes Schiff mit der Aufwertung synchronisierte Steuerkonsole in Reichweite 1 bis 3 wählen und eine Zielerfassung ausgeben, die du auf dem Verteidiger hast. Falls du das tust, darf das von dir gewählte Schiff den Verteidiger als Ziel erfassen. Also, man muss synchronisierte Steuerkonsole entweder auf einem Schiff haben, wo man spielt es in einem engen Schwarm, damit es die Zielerfassung einem weitergeben kann. Oder man spielt synchronisierte Steuerkonsole sehr, sehr viel, damit man eine Zielerfassung durch die ganze Staffel durch eiern lassen kann. Der einzige Mehrwert, den man damit hat, ist, wenn man Raketen schießt und die ganzen Schiffe halt keine großartige Zielerfassung-Aktion haben, dann kann man die Zielerfassung halt immer durchbouncen lassen und jeder darf seine Rakete schießen. Er darf nur die Zielerfassung halt nicht ausgeben, um Würfel zu modifizieren, denn er muss sie nach dem Angriff ausgeben, um sie weiterzureichen. Dann wird diese Zielerfassung immer auf den gleichen Verteidiger weitergeben. Es ist nicht so, dass das andere Schiff eine neue Zielerfassung macht, nein. Man sagt einfach, ich gebe meine Zielerfassung auf Schiff A aus und dann darf der nächste auf Schiff A eine Zielerfassung nehmen. Die einzige Situation, wo ich sage, das kann sich lohnen, ist, man spielt zum Beispiel Oddball, hohen Ini-Wert, und dazu viele kleine Torrents, die alle diese Ausrüstung haben. Oddball fliegt zuletzt tendenziell, kriegt seine Zielerfassung über seine Fähigkeit, schießt zuerst, gibt seine Zielerfassung an den ersten kleinen Torrent weiter. Irgendwas passiert, bla bla bla, der Torrent ist dran. Dann schießt er auf das gleiche Ziel, gibt seine Zielerfassung weiter. Der nächste schießt aufs Ziel, gibt Zielerfassung weiter. Die ganzen kleinen Torrents sind vorher einfach alle mit Fokus geflogen und können dann entsprechend einfach eine Rakete schießen, zum Beispiel Klasse-Rakete, und mit dem Fokus modifizieren. Man kann so sehr, sehr viele Angriffe generieren mit nur einer einzigen Zielerfassung, die man durch die Reihe durchgibt. Das Problem, was ich hier nur sehe, ist A, man gibt viele Punkte für dieses Upgrade aus, B, es ist relativ eindeutig, wie diese Zielerfassung durch die Reihe geht. Und sobald halt zum Beispiel Oddball jetzt zu früh geschossen hat und seine Zielerfassung abgibt, wird, glaube ich, alles in der gegnerischen Staffel auf dieses eine Schiff mit der Zielerfassung schießen, um es zu zerstören, damit die Zielerfassung weg ist und die nicht mehr weitergegeben werden kann in der Runde. Deshalb finde ich, synchronisierte Steuerkonsole, es ist zwar nicht sehr teuer mit 2 Punkten, aber es ist in meinen Augen zu teuer. Es generiert halt keinen richtigen Mehrwert. Man gibt halt eine Zielerfassung aus. Es generiert nur dann Mehrwert, wenn man Raketen schießt, die halt die Zielerfassung brauchen, um sie schießen zu können.
Man darf aber die Würfel halt dabei nicht modifizieren, denn man muss sie halt nochmal weitergeben. Oder wenn man es jetzt nur mit einem Schiff spielt, das halt eine Zielerfassung geschenkt bekommt, es kann Raketen schießen, gibt es einmal ab und das andere Schiff kann sich dann ausgeben. Kann man auch so machen, dann ist es auch verhältnismäßig nicht ganz so teuer. Aber ja, man muss halt diese Synergie irgendwie dann doch trotzdem ein bisschen forcieren. Und da sage ich mir dann meistens, die Punkte kann ich mir sparen und kann einfach dafür anderes einsetzen. Hat man sie am Ende frei, klar, kann man es ruhig einsetzen. Aber ich mag die Karte nicht sonderlich. Es gibt bestimmt irgendwelche Kombinationen, aber ich habe jetzt ein paar Mal in Spielen gesehen, wie sie doch recht exzessiv ausgerüstet, aber wenig eingesetzt wurde. Weil man sich meistens sagt, ich gebe die Zielerfassung aus, um den Würfel noch neu zu würfeln oder zwei Würfel neu zu würfeln. Und deshalb, das ist eine Karte, man muss seine Liste um diese Karte herum bauen. Aber der Gegner kann es auch einigermaßen leicht auskontern. Und da sehe ich so einfach ja, ein bisschen die Problematik darin. So, damit bin ich jetzt auch ziemlich durch. Wie gesagt, viel Ausrüstung gibt es beim Torrent nicht zu beschreiben. Die ganzen Elite-Piloten haben ihre Fähigkeiten, die habe ich alle beschrieben. Generelle Flugweise habe ich auch schon gesagt, es ist ein Jouster, fliegt auf den Gegner zu. Aber je elitärer man wird, je höher der Initiativewert wird, desto eher möchte man flanken. Also in die Flanke fallen, in die Seite fallen vom Gegner. Das kann er einigermaßen gut. Größte Schwierigkeit ist das Manöverrad. Es ist sehr eingeschränkt. Es ist dadurch auch sehr berechenbar für den Gegner. Kann gut abschätzen, wo der Torrent stehen wird. Aber insgesamt ein nettes Schiff. Das Manöverrad ist auch die Argumentation, warum er so wenig kostet in der kleinsten Variante, warum er nur 2 Punkte mehr kostet als ein Teil, auch wenn er vom Profil her deutlich besser ist als ein Teil, ist das Manöverrad doch das Handicap, das ein Teil interessanter macht für gewisse Aufgaben. Naja, damit bin ich durch. Seid ihr mit meiner Einschätzung einverstanden? Wenn ja, schön. Wenn nicht, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich bin immer offen für Kommentare. Ich denke nicht an alles. Ich vergesse gerne Sachen, wie auch letztes Mal mit Anakin. Der natürlich auch, wenn er ein rotes Manöver ausgeführt hat, für seinen Machtpunkt einen Stress loswerden kann, wenn die Bedingungen entsprechend erfüllt sind. Auch wenn ich persönlich sage, dass das nicht so oft eintreten wird, ist es immer sehr gut, wenn es dann eintritt. Also da habe ich letztes Mal auch gar nicht dran gedacht. Solche Sachen gehen wir mal durch, könnt ihr gerne in den Kommentaren ergänzen. Finde ich immer gut, wenn wir das einfach über die Kommentare hinweg dann noch vervollständigen können, die Inhalte dieser Trickkiste. Insofern danke ich fürs Zusehen, hoffe es hat trotzdem gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.